Christopher Gist. Ich bin Shay Corman. Angenehm. Aber was ihr hier denn? Der Colonel schickt mich. Respekt, Shay. Ihr habt sie aus ihrem eigenen Bau verjagt. Ich suchte noch nach einer neuen Unterkunft. Wartet aber besser noch mit dem Türschild. Vielleicht sind ja noch ein paar auf ihrem Schiff. Seht, ihr Vogel nistet gleich dort drüben. Die Morrigan. Was sucht die hier? Das ist mein Schifffreund. Bitte um Entschuldigung, aber ich muss sie mir von diesen Sträuchen zurückholen. Wartet! Das könnt ihr doch unmöglich alleine tun. Helft mir, wenn ihr könnt. Spitzt Augen und Ohren, Shay. Hier sind überall Banditen und die meisten sehen aus wie unbescholtene Bürger. Sie haben auch schon die Leute heimgesucht, die mich gesund pflegten. Sicher brave Leute. Durchaus. Vielleicht kennt ihr sie. Barry und Cassidy Finnegan. Hab sie nie gesehen, aber kannte ihren Sohn. Vorsicht jetzt! Die Halunken können überall sein. Mit Geräuschen könnt ihr sie rauslocken. Oh, ich habe Besseres als das. Nun, ihr scheint mir mehr als in der Lage zu sein. Ich sag euch, es fehlt uns an Leuten. Ich suche eine neue Mannschaft für euer Schiff, falls ihr überstürzt abreißen wollt. Oh, my gosh.
Don't give him the satisfaction of slipping away. Find him again. Lazy bones, catch that man. I have him in my sights. Yeah.
Ein feines Schiff. Und wie versprochen habe ich eine Crew gefunden. Eine Position habe ich unbesetzt gelassen. Sagt Jay, habt ihr einen ersten Mat? Er ist lange fort. Dann habt ihr einen neuen Mat, Captain. Willkommen an Bord. Als euer erster Mat dürfte ich das nächste Ziel vorschlagen. Der Colonel erwartet, dass ich Bericht erstatte. Brillante Idee. Colonel Monroe sagt, er sei in Albany. Prächtig!
Was darf es denn heute sein? Vielen Dank für euer Vertrauen, Captain. Captain hat das Steuer! Der Colonel wartet in Albany. Was er wohl als nächstes für uns vorgesehen hat? Und? Bereit zu feuern, ich dachte, Sir. Ihr wolltet euch nur mit Monroe treffen, nicht mich genau in die Armee zu, holen. Sir. Weit gefehlt, Shay. Ich bewundere des Colonels Ideale und möchte sie umsetzen. Welche Art von Idealen? Sicherheit der Grenzen, blühende Höfe, fairer Handel. Wir brauchen diese elenden Kolonien. Hört sich nach einem neuen Utopia an. Ist es auch. Wollt ihr es mit errichten? Colonel Monroe ist ein faszinierender Mann. Sicher höchst ehrenwert. Gehen wir nach Albany. Dann sehen wir weiter.